Das ist meistens so bei solchen Missionen, ne? Van Essling Air Base. Oh Gott, das. Ja, vor dir habe ich ein bisschen Angst. Mein Großvater war ein Kosak. Und wir Kosaken sind nicht so leicht zu erledigen. Ich bin erfreut, dass Sie wohlauf sind. Danke, Dasha. Es ist herrlich, am Leben zu sein. Ich wollte eben unseren Kommandanten beglückwünschen zu seiner letzten Operation. Die Krise ist abgewendet und die kostbare Waffentechnologie ist jetzt in sowjetischen und damit besseren Händen. Ich weiß, Sie müssen sich ausruhen, aber hören Sie, die alliierten Truppen in Europa haben sich zurückgezogen in ihre Luftwaffenbasis in Island. Danke, Dasha. Es wird Zeit, Europa endlich von den Alliierten zu befreien. Sie werden mit allen Mitteln, die Sie haben, Ihre Basis verteidigen. Ich schicke Ihnen General Krukow, der Sie unterstützen und Ihnen helfen wird. Und während Sie die kapitalistische Bedrohung ein für alle Mal stoppen, werde ich mit unerbittlicher Härte gegen den inneren Feind vorgehen. Ich glaube, ich habe Zuckungen. Und sein Stuhl. Die alliierten Europatruppen sind in ihrer Luftwaffenbasis auf Island. Es ist ihre letzte in Europa. Aber sie ist gut bewaffnet und wird abgeschirmt von der gewaltigen alliierten Luftwaffe. Der General trifft in Kürze ein und wird ihnen Hilfestellung geben. Sie können mit Hilfe des Eisernen Vorhangs ihren Panzerverbänden optimalen Schutz bieten. Führen Sie unser Land zum Sieg, Kommandant. Die von Essling Airbase ist das letzte wichtige alliierte Ziel in Europa. Eiserner Vorhang. Ja, er wird was bringen, wenn wir in dieser Mission Panzer bauen würden. Ihre Mission ist einfach. Ach, weiß gar nicht, auf was ich jetzt gehen soll. Auf jeden Fall kriegen wir Kirov-Luftschiffe. Ja, das ist schon mal gut. Sentry war aber schnell kaputt. Sie brauchen jede Hilfe, um die Alliierten zu besiegen. Diese Extra-Credits ermöglichen ihnen, schnell eine Armee auszuheben. Wird gebaut. Neues Einsatzziel. Den Baukran bauen und dann alles in die Verteidigung investieren. Erstmal so schnell wie möglich die ganzen Ressourcen loswerden. Ja, erstmal so schnell wie möglich alles in Verteidigung investieren. Wird gebaut. Ich denn schon Testerspuren bauen? Wird gebaut. Ja. Teslaspuren können wir seit der vierten Mission bauen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Hätte ich noch gebraucht. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. So. Bereit für Erkundungsflug. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Mich bereit für Erkundungsflug. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Nee, ich baue diesmal so viel Stützverteidigung, dass es schon Stützpunktverteidigung, dass es schon wehtut. Mich bereit für Erkundungsflug. Stützpunktverteidigung ist halt einfach effektiv. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, ich hab's halt immer unterschätzt. Beziehungsweise, wenn man Gefechte spielt, braucht man die nicht. Das ist nun mal so. Unser Verbündeter wird angegriffen. Zielwerk. Vielen Dank. Eine Einheit wird angegriffen. Ich hab mir gedacht, das tragt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche ich hab mir auch Einheiten gedacht, entdeckt. Das hat nervt. Repariert. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Repariert. Bau abgeschlossen. Inspektion abgeschlossen. Schlachtfeld erweitert. General Krukow ist eingetroffen, um die Operation persönlich zu überwachen. Bau abgeschlossen. Lass mich doch noch ein bisschen was bauen. Unterbrochen. Abgebrochen. Als rangältester Kommandant dieser Operation übernehme ich jetzt all Ihre Ressourcen. Schließlich
sind wir doch Waffenbrüder. Einer für alle, alle für einen, oder? Flaggtrooper meldet sich zum Dienst. Hey. Jemand bezahlt dafür. Ich hab das Beste draus gemacht. Ich hab auch noch ein bisschen was rausgeholt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So. Ich glaube, ich gehe diesmal auf Marine. Obwohl, ich weiß nicht. Ist der gegnerische Stützpunkt ziemlich weit hinten? Wir sind mehr oder weniger vom gegnerischen Stützpunkt umringt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ey, guck mal, wie sinnvoll. Muss ich das mit mir umschleppen? Feindliche Einheiten entdeckt. So, ich baue erst noch ein paar Bullfrogs. So. Flaggtrooper meldet sich zum Dienst. Mal gegen die. Eiserner Vorhang bereit. Oh, ich hätte einen Eisenbahn. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Flaggtrooper meldet sich zum Dienst. So. Bin eigentlich auf Griff. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Also. Eine Einheit wird angegriffen. Die beschädigen den Bullfrog. In Ordnung. Glaub. Wollen Sie meine Ketten sehen? Vorerst werde ich Marine bauen. Wohin sonst geht der Transporter einsatzbereit? Will jemand mitfahren? Sie sind eine Landratte, hä? Ingenieur. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Yeah. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Magnetsatellit bereit. Unzureichende Mittel. Oh, du hast Dreadnoughts, das ist sehr schön. Ja, ich sag ja, ich gehe erst auf Marine. Solange es funktioniert. Systeme online. Kannst du mal schauen. Also Marine funktioniert hier die ganze Zeit. Okay. Rohrturm erobert. Die ganzen Basen sind alle so nah am Wasser, dass du die mit Dreadnoughts von überall bombardieren kannst. Unzureichende Mittel. Meine ganzen Finanzen fließen jetzt gerade in Marine. Oh fuck. Hast du irgendwo einen Kran? Ja, da. Direkt neben meiner Luftwaffenbasis. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wenn du meine Presskräne suchst, die sind immer bei meiner Luftwaffenbasis. Ja, macht Sinn. Unzureichende Weil da ist gerade einer meiner Bullfoxes gerade derbe angeschlagen. Feindliche Einheiten entdeckt. So. Hören Sie einen Ingenieur. Gut, ich kann einen weiteren Dreadnought bauen. Das geht eigentlich ganz gut. Ein Dreadnought nach dem anderen, wenn man mal wieder ein bisschen mehr Geld hat. Wo willst du denn hin, Dreadnought? Da wirst du doch sehr leicht auseinandergenommen. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich bin einsatzbereit. Hören Sie einen Ingenieur. Wir sollten uns ab. Wir haben dieses Krebsgeschwür entdeckt, Genosse Kommandant. Ein Krebs? Der Verräter ist General Krukov. Er ist der dreckige Swallowch, der verantwortlich ist für den gemeinen Anschlag auf mein Leben. Schneiden Sie das Geschwür heraus. Vernichten Sie ihn, bevor er uns verdichtet. Uns alle. Eine Frage, was ist ein Swallowch? Das weiß ich nicht. Krukov ist ihr neues Ziel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Also, neues Einsatzziel erhalten. Endlich. Das ist so ein typischer Charakter, auf den man sich drauf freut, dass man den endlich mal auf die Fresse hauen darf. Kirov. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten Was soll das denn? Wieso greifen Sie mich an? Sie wollen kämpfen, wirklich? Mit mir?
Das hebe ich mir mal auf mit der Stützpunkt. Ich werde sie vernichten, ist das klar? Unser Verbündeter. Nein, der greift meine Dreadnought an. Unzureichende Mittel. Dieses Pennerschen. Wollen wir den mal ablegen? Und schießt seine Kirovs runter. Einheit verloren. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Der reagiert sofort, wenn man da einmal seine. Hä? Wenn man einmal seine Jäger nur halbwegs auf seine Kirovs anzieht, dann zieht er die sofort zurück. Verstanden, Hauptquartier. Höchstgeschwindigkeit. Ich würde gerne erstmal den Teil da unten mit den Bohrtürmen freiräumen. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Kampffreigabe erteilt. Fliegen wir los. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Moment, was? Bekämpfen Sie sich jetzt gegenseitig? Irgendwas gesehen? Nein, geh weg, nein! Feindlichere Ingenieure entdeckt. Nein! Mein Dreadboard! Der Treffstoff reicht. Du Penner! Entdeckt. Keine Gnade! Unzureichende Mittel. Ich brauche eine Pause. Sind an Alarmbereitschaft. Was haben wir denn da? Feindgesichtung abgeschlossen. Dreadnought Movement. Den feindlichen Dreadnought-Beschuss ausweichen. Das ist voll der Movement-Boss hier, ne? Alle Waffen bereit machen. Fliegen wir los. So. Feind gesichtet. Oh, der Alliierte hat das gelernt. Der schickt jetzt zwei Tragflächenboote. Feuert aus allen Rohren. Ja. Reibt sie auf. Feindliche Einheiten sind nicht meine Zwillinge. Unzureichende Mittel. So, mal sehen. So, unser Stützpunkt wird angegriffen. Und, wie viel Stützpunktverteidigung hatten wir? Viel. Kannst du mit deinem Dreadnought die Luftverteidigung wegmachen? Wo? Oh. Meldet sich zum Dienst. Moment. Kannst markieren. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Kann ich das? Wie? Warte. Mit B. Unser Verbündeter hat ein Ziel markiert. Ah, feindliche okay. Einheiten entdeckt. Ja. Okay. Unzureichende Mittel. Wenn du den mal wegmachen könntest, weil der steht unser mir voll im Weg. Da kann ich mit meinen Twinblades durch, wenn der weg ist. Ich muss ja bloß sagen. Denn wir wissen ja alle, Markierung wird mit B geschrieben. Ja. Also das heißt nämlich Markierung. Unzureichende Mittel. Ich bin unschuldig, Herr Lehrer. Ich bin heute spendabel. Oh fuck, was macht der denn da? Oh, lass mich meinen Feind hier, General Kukov killen. Hilfe! Orbitalschau. Ey, das ist so scheiße! Weißt du, ich. Ja, oh, ich will einer mächtigen Dreadnought-Armee, greift General an. Und dann kommt der scheiß Alliierte von der Seite mit einem bescheuerten Boot. Statuieren wir ein Exempel. Was haben wir denn da? Lacht ins Häuschen. Schnell, Pilot. Wo sind diese Würmer? Nähern uns Ziel. Hauptquartier. Unzureichende Mittel. Wo sind meine anderen Dreadnoughts? Lauf hier jetzt, ne? Feindliche Einheiten entdeckt. Du, wenn du mal deine Dreadnoughts in Gefahr siehst, ich kann denen mal einen eisernen Vorhang geben. Meldet sich zum Dienst.